Die Biester erst auf, seit er hier ist. Ist das so? Vielleicht ist es sein Fluch, vielleicht auch nicht. Wir werden's wissen, wenn er endlich wieder ablegt. Welche Waffen empfiehlst du mir gegen Krabben? Welche Waffe empfiehlst du mir gegen Krabben? Feste Stiefel! Du musst sie umtreten, dann fallen sie auf den Rücken. Mit welcher Waffe du sie dann umbringst, spielt keine Rolle. Kannst du mir Schmieden beibringen? Kannst du mir Schmieden beibringen? Du kannst Wasser schleppen. Ich brauch niemanden, der mir im Weg rumsteht. Ich will nicht für dich arbeiten. Ich will meine eigenen Klingen schmieden. Das ist unter Piraten nicht gerade sehr verbreitet. Die meisten wollen nur kämpfen. Also gut. Aber du wirst mich dafür bezahlen. Mein Wissen ist kostbar. Okay, zeig mir, wie man schmiedet für 1000 Klingen 6. Zeig mir deine Klingen. Verkaufst du auch Dietriche? Ja, wir brauchen. Zeig mir deine Klingen. Ei! Wir haben noch keine Dietrich-Fähigkeit, also von daher ist das noch nicht so, aber. Ach, die Waffen sind alle so teuer hier. Ein Entermesser. Oder ein Dolch. Und Bauplan für kleinen krummen Säbel. Wir haben aber, glaube ich, nur 300 Gold, wenn ich das richtig sehe. Das ist nicht viel. Aber hier, ne, das Entermesser, das kriegen wir vielleicht gerade eben noch, aber wir bräuchten, wenn überhaupt, schon. Hier eine Machete, Werkzeug auf den Zuckerrohrplantagen tragen südliche Insel Säbel, eine schwere einhändige Hiebwaffe mit breiter Klinge oder ein Piratensäbel, scharf und schwerer Säbel, sehr beliebt bei Piraten. Dein bestes Schwert Schaden 20 bis 40, ja und das hätte natürlich deutlich mehr, aber das kostet auch deutlich mehr. Aber vielleicht kommen wir ja da mal dran. Ich verkaufe jetzt hier erstmal. Shellbeet brauchen wir nicht. Goldklee brauchen wir auch momentan noch nicht. Okay. Den Rest nehme ich mit mir mit. Verkaufst du die Triche? Ja. Die brauchen wir noch nicht, glaube ich. Und später, wenn wir sie brauchen, dann werde ich da mich auch drum kümmern. Eine Blutwurzel. Okay, die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich hoffe, wir finden noch die ein oder andere Blutwurzel. Aber vorher sprechen wir hier noch mit diesem Speer, mit Blake. Sieh an, ein neues Gesicht. Bist noch nicht lange hier, was? Ich habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Genau wie wir. Sobald der Captain den Befehl gibt, legen wir wieder ab. Gehörst du zu Stahlbarts Crew? Gehörst du zu Stahlbarts Crew? Ei, Stahlbart ist verflucht nochmal der beste Captain, den es gibt. Und wenn er 1000 Flüche auf sich lädt... Ich segle mit ihm bis ans Ende der Welt, wenn's sein muss. Stahlbart ist verflucht? Fragezeichen. Stahlbart ist verflucht? Seit wir damals diesen Tempel geplündert haben, kommen überall, wo wir an Land gehen, diese Viecher aus dem Meer. Deswegen stehe ich auch hier rum. Boos hat Ärger gemacht wegen der Viecher. Da hat der Captain zu mir gesagt, Blake, kümmere dich drum. Und das mache ich jetzt. Wie kommst du so, was kommt denn so alles aus dem Meer, ne? Ich meine, was soll's da schon so groß geben? Was kommt denn so alles aus dem Meer? Sandteufel und gepanzerte Krabben. Die Dinger sind echt zäh. Aber es gibt einen Trick, wie man sie am besten abmurkst. Brauchst du dabei Hilfe? Brauchst du Hilfe? Kannst du denn feste treten? Was? Also, ohne dass du weißt, wie man mit den Viechern fertig wird, bringt das nichts. Ich kann's dir beibringen, wenn du willst. Wie kommt es, dass du hier alleine stehst? Ja, zeig mir denn ein paar von deinen Tricks. Zeig mir ein paar Tricks. Ja, was willst du denn wissen? Zeig mir mal einen ordentlichen Tritt. Zeig mir, wie ich eine Schnittverletzung wegstecke. Ja, zeig mir doch mal einen ordentlichen... Ich hab nicht genug Gold. Na, supi. Auch dafür haben wir nicht genug Gold momentan. Also jede, die nächsten Quests, die wir machen könnten, dafür brauchen wir mehr Gold. Dann werden wir uns doch jetzt mal welches aus dem Fels schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür werde ich jetzt mal etwas schneller reisen. Ja, gehen wir hier hin. Gehe ich von dahin, von da nämlich zur Inquisition jetzt zurück. Diese Affen da, die können wir auch noch erledigen, aber das will ich gerade gar nicht. So, und jetzt leckt es natürlich auch ein wenig gerade wieder, weil wir hier ein bisschen Schnellreisen gerade gemacht haben. Warum auch immer es dann so ein wenig leckt. So, ich esse mal aber kurz noch ein bisschen Proviant hier, ne? Es ist so Inventory, Benutzbares und dann ein wenig Proviant. Müsste eigentlich schon alles wieder auffüllen. Ja. Damit wir hier wieder ein wenig mehr Gesundheit haben, falls die nächsten Biester kommen. So.
So, und dann müssen wir jetzt hier rüber, wenn mich nicht alles täuscht. Du müsste irgendwo auch immer noch der eine Affe rumspringen. Da vorne ist er doch. Ach, das ist das Holz. Ich dachte schon, da sehe ich irgendwas drauf. So, nach Norden sollen wir auf keinen Fall gehen. Da ist es gefährlich, wurde uns gesagt. Und ich vertraue den Leuten, die es uns gesagt haben, ja, schon ein wenig mehr. Vor allem bei dieser Story. So, jetzt werde ich aber ganz kurz ins Inventar gehen. Mich interessiert nämlich... Ach, wir haben nämlich auch irgendwo eine Spitzhacke. Plunder. So, jetzt ist die Frage, die ich immer noch habe. So zum Goldhacken. Ja, das, die können wir wahrscheinlich gleich an der Wand benutzen, aber das können wir uns doch garantiert auch irgendwie auf 1... Ah, okay. Einfach draufdrücken. Bei Plunder ist es dann wahrscheinlich, wenn ich hier... Kann ich da nicht... Ne, die kann ich nicht ausrüsten, aber... Grog oder sowas kann ich mit denen nicht irgendwie... Jawohl, das funktioniert. Also jetzt habe ich Rum nämlich zum Beispiel hier hin und dann packe ich auf 3 erstmal Proviant. So, und dann geht das nämlich schon mal etwas besser. Und Gold schürfen. Ja, diese Animation ist auch sehr realistisch gerade, ja, so muss man sagen. Na, so würde ich auch vor einer Felswand stehen, wenn ich Gold bräuchte. Können wir hier noch mehr Gold schürfen irgendwie? Oder war es das mit unserer Spitzhacke? Nee. Wir haben noch eine Spitzhacke. Und wir haben 5 Gold, die jeweils nur 20 wert sind. Also damals sind der Goldpreis, der war wohl noch nicht besonders hoch. Ja, muss man sagen. Aber der hielt sich noch in Grenzen im Gegensatz zu heute. Das ist ja ein bisschen anders. Da ist Gold ja jede Menge wert. Und da wird sich ja wirklich schon drüber geprügelt. So. Jetzt würden wir auch nach Norden hier gehen. Ich will nämlich zur Plantage, aber diese Höhle da, die sieht mir nicht gerade gesundheitsfördernd aus, deswegen gehe ich erstmal hier runter und wir sprechen doch mal hier mit Dings, mit ihmchen hier. Pass mit Wesco. Auf da draußen. Er sagt uns auch nicht wirklich viel gerade. Du musst aufhören zu schleichen, ich habe dich gesehen. Du bist ja langweilig. Folgt uns nicht mit dem Blick. So eine schlaue Idee war. Verschlossen ist ja langweilig. Wesco, du bist echt langweilig. Du hättest die Kiste auflassen müssen. Nun gut, dann jetzt erstmal hier ein wenig schneller wieder zum Hafen der Inquisition. Zu die Fuego und den anderen, weil wir brauchen ja noch irgendwie was, um, ja, wofür auch immer. Wir müssen ja noch hier ein paar kleine, ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Gold. Mal schauen, vielleicht hat der ein oder andere hier noch eine Quest für uns. Das Schwein hat mir meine Sachen weggenommen. Mein schönes rotes Kopftuch hat er schon verkauft. Meine Stiefel stehen jetzt vor irgendeinem Bett in der Baracke. Und meine schwarze Perle hat er sich selber in sein dreckiges Ohr gefriemelt. Aber dir scheint es ja auch nicht viel besser ergangen zu sein. Haben deine Freunde von der Inquisition dich rausgeworfen? Ich hoffe, die Sache mit dem Lagerhaus ist nicht schiefgelaufen. Die Inquisition kann mich mal. Offiziell höre ich nicht mehr zur Inquisition. Die Inquisition kann mich mal. Die Inquisition kann mich mal. Besser spät als nie, sage ich immer. Und was machst du jetzt? Ich gehe zu den Piraten. Ich bin auf der Suche nach einer magischen Waffe. Ich gehe zu den Piraten. Ich gehe zu den Piraten. Du willst zu den Piraten? Hör mal, ich verrate dir was. Bei den Piraten gibt es jemanden, der dir einen Dietrich besorgen kann. Wenn du damit zu mir kommst, zeige ich dir, wie man mit dem Ding umgeht. Jetzt wissen wir schon mal, wo wir das her können. Abgemacht. Abgemacht. Im Piratennest gibt es einen Schmied namens Stone. Der Kerl schuldet mir noch Geld. Er wird dir den Dietrich umsonst geben, wenn er glaubt, dass ich dich geschickt habe. Also sag ich ihm, was? Ganz so einfach ist das leider nicht. Du brauchst entweder mein Kopftuch oder meine schwarze Perle als Beweis dafür, dass du auch wirklich von mir kommst. Wie komme ich an ein Kopftuch? Wie komme ich an das Kopftuch? Carter hat es dem Aufseher Riley verkauft. Der rennt jetzt damit rum. Du wirst ihn schon umhauen müssen, um daran zu kommen.
Wenn du es schaffst, ihn zu einem Duell herauszufordern, mischt sich auch keiner von den anderen Wachen ein. Wie komme ich an die Perle? Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Deine Stiefel stehen in der Baracke. Deine Stiefel stehen in der Baracke? Ja. Und die Baracke wird bewacht. Aber ich wette, nachts schlafen die Bastarde. Du brauchst also nur lautlos da rein und kannst dich ein bisschen bedienen. Wie das geht, weißt du ja schon. Da drin gibt's bestimmt noch mehr zu holen. Mach mich zu einem guten Dieb. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Nun gut, das kostet uns alles ein wenig. Ich will ein guter Taschendieb werden. Das kostet uns 1000 und wieder 2 Gerissenheit. Das haben wir natürlich noch nicht. Das Schlösserknacken, das können wir ja wahrscheinlich später umsonst lernen. Das Problem ist halt, dafür müssen wir auch ein wenig gerissener noch werden. Los. Warte! Sie geben mir nichts zu trinken. Die Schweine wollen mich zum Arbeiten zwingen, verstehst du? Du hast nicht zufällig einen Schluck Grog dabei? Hier hast du. Hier, hast du was. Hehehe, sieht so aus, als ob die Inquisition noch eine Weile auf meine Mitarbeit verzichten muss. So. Ja, wir sind kein guter Taschendieb, noch nicht. Bei den Käse können wir uns mitnehmen. Und diese Kiste, die habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Ach, guck mal, da ist sogar noch ein Grog und ein bisschen Proviant drin. Wenn mich nicht alles... Ach, das ist die Baracke da unten, genau. Da kommen wir garantiert noch nicht rein. Die Schattenblüte, so. Ich glaube, da haben wir noch eine Blutwurzel. Sieht mir zumindest danach aus. Genau, eine Blutwurzel. Und was liegt hier noch? Eine Makribeere. Auf jeden Fall noch etwas Proviant. Den können wir natürlich momentan sehr gut gebrauchen. Und noch eine Blutwurzel. Hier sind demnach die Zuckerplantagen. Schauen, was sich hier noch an Quests so finden lässt momentan. Eine Wache. Mit der können wir ja garantiert nicht so viel reden. Und Wiley. Nettes Kopftuch. Wie läuft die Zuckerernte? Wie läuft die Zuckerernte? Vor kurzem sind uns einige Sklaven weggelaufen. Wir haben sie bis in den Dschungel verfolgt, konnten aber nur einen von ihnen fangen. Die anderen sind entkommen. Die Fuego hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt, aber keiner der Männer ist dumm genug, sie weiter zu verfolgen. Die Wilden haben sich mittlerweile Waffen besorgt und warten nur darauf, dass wir sie suchen kommen. Ich werde jedenfalls nicht in ihren Hinterhalt laufen. Wenn sie sich ins offene Gelände wagen, knallen wir sie ab. Nettes Kopftuch. Ich weiß noch nicht, sollen wir ihn... Ja, komm, wir probieren es. Wir probieren es mal, ihn herauszufordern. Nettes Kopftuch. Ja, wenn einen den ganzen Tag die Sonne auf die Rübe knallt, braucht man sowas. Außerdem erkennt man an dem roten Kopftuch direkt, wer hier auf den Feldern das Sagen hat. Stimmt. Wer denn? Na dann gib mal her das Ding. Gibt es auch für Männer? Ja, wir müssen ihn irgendwie beleidigen. Gibt's das auch für Männer? Gibt's das auch für Männer? Sehr witzig, du dämlicher Mistkerl. Ach, komm hier, nimm den und den. Voll auf die Fresse hier. Von dir sehe ich nicht noch mehr. So, und wir haben eine neue Errungenschaft, und zwar den Säufer. Aber das müssen wir auch hier in den Kampf gegen Wiley. Wiley ist wirklich gut. Aber wir haben zum Glück noch ein wenig Rum dabei. Dann können wir Wiley garantiert irgendwie besiegen. Wir müssen nur irgendwann auch nochmal zum Zug kommen hier. Wiley ist wirklich ein guter Schwertkämpfer. Komm hier voll auf die Fresse, Wiley. Ah, komm hier. Jawohl, Finisher. Den hätten wir wohl erledigt. Damit hätten wir ihn auch umgehauen. Scheiße! So, Wiley, und kriegen wir jetzt das Kopftuch? Was? Hast du jetzt noch was zu sagen? Nein. Dann brauchst du auch kein Kopftuch mehr. Jawohl, das Kopftuch haben wir schon mal.
Jetzt ist nur noch die Frage,